Ah, jetzt geht's los. Also hier steht live. Sind wir live? Und Ja, ich live? bin. Meetings, it's live auf Facebook. Dann schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert, ob wir live auf Facebook sind. Die Übertragung funktioniert. Ich kann noch nicht sehen. Doch, 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 doch. Perfekt, wunderbar. Sehr schön. Wir sind live auf Facebook. Ja. Hallo, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag aus Valencia und ein herzliches Hallo nach Frankfurt zur Hilke. Hallo, liebe Hilke, schön, dass du Hallo. da bist. Hallo, hallo. Ihr Lieben, hier auf Facebook, mein ganz großes Kompliment, dass ihr heute am Sonntagabend hier dabei seid, statt Couching zu machen. Wie ich und du vielleicht auch aus deinem früheren Leben das noch kennt, Sonntagabend einfach auf der Couch liegen, vielleicht Tatort oder irgendwas gucken und nichts für seinen eigenen Quantensprung im Leben machen. Und deshalb mal ganz Ja. großes Kompliment an dich hier auf Facebook in unserer großartigen Gruppe, dass du live hier dabei bist. Wir freuen uns riesig und du kriegst jetzt mal einen Applaus hier von uns für dein Dabeisein. Klick doch gerne mal einen Daumen hoch oder ein Herzlein oder schreib mal ja alles bestens ins Kommentarfeld, dass wir auch wissen, dass du uns gut siehst und hörst hier auf Facebook. Und ich schaue mal in die Gruppe noch einmal rein, ob das klappt. Ton her. Ja, das klappt. Okay, perfekt, wunderbar. Mal schauen, wer hier schon dabei ist. Die Manuela Durstmüller ist dabei. Hallo, liebe Manuela, schön, dass du dabei bist. Schreibst du gerne doch mal auch rein, von wo ihr zugeschaltet seid. Wenn wir hier so international sind, das ist ja schon ein Segen, was man alles machen kann heute. Die Irmgard ist mit dabei, die Birgit ist mit dabei, die Julia ist mit dabei. Sehr schön. Die Anka ist mit dabei. Das sind mal so die, die ich jetzt hier sehen kann. Der Thorsten ist, glaube ich, mit dabei. Wunderbar. Ja, Super. die Evelyn ist mit dabei. Hallo, liebe Evelyn. Ja, schön. Perfekt. Ihr Lieben, dann können wir doch starten. Dann begrüße ich meine großartige Interviewpartnerin heute hier nochmal. Hallo, liebe Hilke. Nochmal ganz, ganz herzlich willkommen. Hallo, liebe Irmgard. Dank an dich, dass du dir auch Zeit genommen hast, heute hier am Sonntagabend live deine großartigen Quantensprünge, kann man schon sagen, in deinem Leben zu machen, binnen kurzer Zeit, weil wir haben es ja schon angekündigt, du hast dich im Grunde genommen innerhalb von 3 Wochen zu 100% für dein freies, selbstbestimmtes Leben entschieden und hast jetzt absolute Klarheit zu deinem Seelenplan. Und darum geht es Ja, jetzt. das stimmt. Sehr schön. Ihr Lieben, ihr jetzt live dabei seid, wenn ihr Fragen habt, wenn während des Interviews jetzt hier Fragen aufkommen, schreibt es gerne ins Kommentarfeld rein. Wir nehmen uns anschließend noch Zeit und gehen da gerne auch noch mal auf Fragen ein und werden dir euch da auch noch mal einen Raum geben. Okay, liebe Hilke, dann lass uns mal starten. Dann erzähl mal, wir arbeiten jetzt seit eigentlich kurzer Zeit zusammen. Du bist eine meiner wunderbaren Akademikerinnen, wie ich euch immer so liebevoll nenne. Und erzähl doch mal ein bisschen von dir. Wie ging es dir denn, bevor du mit mir durchgestartet bist? Was war denn so anders in deinem Leben? Wie ging es dir? Erzähl mal. Ja, also als ich angefangen habe bei dir, ging es mir ziemlich schlecht. Also da hatte ich Panikattacken und beziehungsweise nicht so richtig Attacken, sondern ich hatte immer mal wieder so Herzrasen und so richtig üble innere Unruhe und konnte nicht schlafen und hatte irgendwie einen ziemlichen
inneren Stress aufgrund einer Situation bei meinem Arbeitgeber wegen der anstehenden Umstrukturierung. Und dem bisschen ist, also wenn ich so ein bisschen ausholen könnte, dann, also ich hatte schon jahrelang vorher immer wieder auch, war ich krank, hatte auch eine längere Auszeit, hatte auch mal ein Burnout. Das zog sich so von Ende 2013 bis Anfang 2017 so hin. Und ich bin dann immer wieder zurückgegangen zu meinem Arbeitgeber und fühlte mich da einfach nicht wohl. Beziehungsweise habe halt gemerkt, das ist nicht meins. Und ich habe dann auch schon alle möglichen, vor 2013 habe ich ganz viele Ausbildungen gemacht, nebenberuflich, und wollte auch schon mich nebenberuflich selbstständig machen, hatte schon alles Mögliche gemacht, aber ich hatte halt einfach nicht den Griff dran gekriegt, sozusagen. Und als dann im Februar diesen Jahres dann eben diese krasse Umstrukturierung geplant war und es klar war, wir werden komplett aufgelöst, die ganze IT von 3000 Leuten ungefähr wird komplett aufgelöst. Ich war in der Personalentwicklung, es war klar, wir werden komplett woanders sein. Da kam halt dann diese innere Unruhe, diese Panik und dieser ganze innere Stress, sodass ich dann gesagt habe, so jetzt ist Schluss, jetzt ziehe ich die Reißleine. Jetzt ändere ich wirklich was. Ja, jetzt muss ich was ändern. Und ja, dann habe ich mich halt auf die Suche gemacht, ja. Ja, da sieht man auch mal so diese Denke, die wir ja eingepflanzt bekommen haben, zum Thema sicherer Job. Wenn ich irgendwo angestellt bin, habe ich einen sicheren Job. Und da sieht man Ja. einfach mal, wie schnell sich in Unternehmen, sowohl in kleinen als auch in großen, auch in Konzernen, von jetzt auf gleich Dinge hinter den Kulissen verändern. Und dann steht man von jetzt auf gleich vor der Tatsache und es ist nichts mehr so, wie es vorher war. Das zum Thema vermeintliche Sicherheit, ne? Und das ist ja Genau, bei ja. dir im Prinzip auch so geschehen. Okay. Das war bei mir auch ganz klar, das war jetzt nicht wirklich so ein sich, also es fühlte sich nicht mehr sicher an, ja. Und ich war halt immer da geblieben, weil ich halt dachte, oh, ich habe einen sicheren Job. Und dadurch, dass ich immer wieder krank war, dachte ich kann da nicht raus, weil was ist, wenn ich wieder krank werde und ich bin dann selbstständig, ja. Und das hat mich dann immer wieder in diesem Job gelassen, wo ich mich wirklich nicht wohlgefühlt habe, mit dem habe ich mich arrangiert. Ja, ich hab in einem Bereich gearbeitet, wo ich auch ganz schöne Sachen machen konnte. Ich hatte mir eine Nische ausgesucht, ja, oder dann irgendwann gefunden. Es war okay, aber es war halt nicht wirklich mein Konzern, es war nicht war nicht meine Strukturen und es war einfach nicht das, was meinem Herzen entsprach. Ja. Also so eine gewisse Unzufriedenheit war in dir. Du hast ganz gutes Geld verdient. Und wie das bei mir ja früher auch mal war, öffentlicher Dienst, man verdient ganz gut, aber man merkt irgendwann, und das hat ja in dir auch so ein bisschen rumort, es ist nicht mehr ganz so mein Ding. Und dein Körper hat dir Überhaupt ja auch nicht. schon so einige Signale geschickt, wo du auch wahrgenommen hast, ja, das hat jetzt schon was damit zu tun, dass ich nicht so voll und ganz auf dem Weg meines Herzens bin, ne? Genau, also das eigentlich schon ganz früh war das klar, ja. Aber ich eben, wie gesagt, weil ich eben dann immer wieder krank war und weil ich immer wieder dachte, nee, das kannst du doch nicht machen, du bist jetzt hier versichert, gesichert, habe ich dann halt mal gedacht, ich mache das nebenberuflich. Ich mache einfach nebenberuflich ich hatte auch mal irgendwann ein Coaching bekommen, das war 2010 oder 11, habe ich mal ein Coaching von einer Kollegin bekommen. Und das war total super. Da habe ich mir auch schon mal so ein bisschen angeguckt, was ich eigentlich so gerne mache und so. Und dann sagte die mir, ja, dann mach das doch nebenbei. Ja, also so nach dem Motto, arrangier dich weiter mit deinem Job und mach das nebenbei. Das habe ich dann gemacht. Und das ist halt dann irgendwann echt in die Grütze gegangen. Ja, also, oder ja, das war dann halt nichts. Und vor allem habe ich nicht geschafft, nebenbei das zu machen, weil ich gemerkt habe, es kostet mich einfach zu viel Kraft, da in dem Job zu bleiben und dann wieder was machen, was halt, also ich habe halt offline gearbeitet und immer wieder Angebote gemacht, wo ich einfach Leute eingeladen habe und die kamen dann nicht oder es kam nicht genug und so. Also es war einfach nichts Halbes und nichts Ganzes.
war ein Hamsterrad, es war eine Doppelbelastung, was viel Energie dann gekostet hat, ne? Genau, ja. 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 Und wie ging es dann weiter, Hilke? Dann bist du irgendwie auf mich mal aufmerksam geworden und wir hatten dann ein Erstgespräch miteinander geführt. Du bist zu mir in die Durchbruchssession gekommen. Genau. Ja, genau. Also ich bin auch ziemlich schnell zu dir gekommen, weil ich war gar nicht lange irgendwie in deiner Gruppe. Ich war, glaube ich, erst in deiner Gruppe, nachdem wir diese Session hatten. Ja, da habe ich gesehen, ach, da gibt es ja auch eine Gruppe. Ich hatte in der Zeit, war ich krankgeschrieben und hatte mir alle möglichen Angebote so angeguckt und ich hatte auch mal dein Newsletter angefordert und irgendwann habe ich dann eine Mail gelesen, Live-Webinar, entdecke dein Leben, deinen Seelenplan und dann dachte ich, das mache ich mal mit, ja. Und ich habe auch andere Sachen mitgemacht, das war ganz spannend und als ich dann habe ich dieses Webinar mitgemacht, dachte, hey, großartig, das ist ja super. Das hat ja richtig gut, da habe ich ja richtig was rausgeholt. Und dann habe ich sofort diese Session da, dieses Gespräch mit dir gebucht. Und dann war ja noch eine Woche Zeit und habe ich da auch noch mal ein paar Webinare gemacht. Und ja, und dann haben wir das Gespräch geführt. Ja. An dem Morgen dachte ich sogar noch, naja, mal gucken, ob es überhaupt stattfindet, weil der Link kam ja erst kurz vorher. Naja, wenn nicht, dann kam wieder so ein Verhinderer, der dann dachte so, ach nee, dann ist vielleicht jetzt gar nicht so gut, wenn ich das jetzt mache und so. Das war ganz lustig. Und dann hat es halt doch stattgefunden. Und dann dachte ich, naja, gut, dann machst du das jetzt halt. Ja. Unser lieber Denker und Zweifler, ne, der immer so gerne schnell alles in Frage stellt. Kann das jetzt wirklich? Ja, gut? Ja, total. Ist jetzt doch der richtige Zeitpunkt. Steht der Mond zu den Sternen in einer richtigen Konstellation? Und was wir uns da immer alles kreieren, ne? Ich kenne das, ich weiß, ja. Was war denn für dich nach diesem Erstgespräch schon anders? Wie ging es dir denn dabei schon, Hilke? Also in dem Gespräch war ja eigentlich schon klar für mich, dass ich das auf jeden Fall machen möchte. Dass ich also in dein Programm kommen möchte, dass ich das Coaching mit dir machen möchte. Und also im Grunde genommen hatte ich mich da schon entschieden. Ich muss halt noch gucken, wie ich das mit dem Geld mache, wie ich das finanziere, ob mit Bali, weil da war ja dann 4 Wochen später dann das Bali-Retreat und ich hatte schon Urlaub in Spanien gebucht. Und also bei meiner Mutter und habe dann auch da alle möglichen, also ich habe da alles Mögliche umplanen müssen, habe dann auch totalen Ärger gekriegt deswegen. Und also es war wirklich ein Gedöns sondergleichen. Und dann habe ich, und es war aber schon klar, ich möchte es machen und habe auch gedacht, ich möchte auch Bali machen, ja. Und jetzt muss ich halt gucken, wie kriege ich das Geld hin, wie kriege ich das finanziell hin und wie kriege ich jetzt das Organisatorische hin. Weil da hing auch noch meine Mutter dran und die wollte mit mir mit von Spanien zurückkommen und das war ja dann gerade die Zeit nach Spanien, ich bin dann wirklich ganz, ja, das kann ich gleich erzählen. Und es war halt, wie fühlte ich mich danach? Also ich wusste einfach schon, boah, da kann ich richtig was verändern jetzt und jetzt geht's los im Grunde genommen. Ja, jetzt kann ich endlich was ändern. Ja, jetzt kann ich wirklich was tun und jetzt kann ich, jetzt wird alles gut. So, ja. Und ich war tierisch aufgeregt, also mein Nervensystem war total auf Flatter, ne? Und dachte, was kommt da jetzt? Und und dann habe ich mich einfach, habe ich gedacht, okay, das wird jetzt einfach gut, ja. Ja, Was soll ich sagen? Und du hast jetzt alles so beiseite geschoben, ne? Bitte? Du hast den Zweifler einfach beiseite dann gelassen. Dir war einfach klar, es geht jetzt wirklich darum, auf dein Herz, auf deine Seele zu hören. Das ist es jetzt, womit du wirklich endlich mal durchstarten kannst. Wo du wirklich mal wie ein Navigationssystem hast, da startest du und da willst du hin. Ne? Genau, genau. Und das fand ich auch so klasse, dass du gesagt hast, ich gehe mit dir Schritt für Schritt von da nach da, wo du hin willst. Ja? Und das fand ich einfach klasse, ja, da habe ich das Gefühl, okay, ja, prima, da werde ich jetzt an die Hand genommen kann da jetzt auch vertrauen, dass das auch klappen wird und ich konnte mir ja ganz vieles noch gar nicht vorstellen. Du sagtest mir, du wirst dann du kannst dann und dann schon Erfolg haben und das und das und so und so und ich
Das sagt die mir ja. Was ist das? Ich konnte mir das echt nicht vorstellen. Ja? So stark war dieser Zweifler in mir oder diese Zweiflerin in mir, die dann immer wieder dazwischen grätscht und sagte, nee, das geht doch gar nicht. Ja. Ja. Aber großes Kompliment an dich. Du hast dich wirklich dafür committed, deinen Weg zu gehen, weil ich kann mich daran erinnern, du hast Flüge umbuchen müssen, weil es war ein Kurzurlaub ja geplant. Du musstest das mit deiner Mutter umorganisieren und du hattest auch noch ein OP zwischendrin. Auch das hast du alles zwischendrin noch alles gewuppt, ne? Ja, genau. Wir hatten ja das Gespräch Ende Februar und ich glaube, das erste Coaching-Gespräch, das war dann Ende März, also kurz, ich glaube, 2 Tage, bevor ich dann nach Spanien gereist bin. Ja. Und in der Zeit, also ich hatte Anfang März, am 6. März hatte ich die Hand-OP, rechte Hand, ich konnte überhaupt nichts machen mit der lange Zeit und habe dann also schon Anfang März habe ich dann schon meine Sachen für Bali gepackt, also überhaupt für Spanien und Bali, damit ich dann eben nicht so eine Belastung für meine Hände hatte. Also ich habe dann wirklich schon, im Grunde genommen schon Anfang März ganz viel einfach verändert und geplant und ja, genau, ich habe mich total committed drauf und ich habe auch irgendwann einer Freundin gesagt, ey, ich habe das Gefühl, ich bin verrückt, ich bin wirklich verrückt, also ich verrücke mich gerade in meinem Leben. Und dann sagte sie, ja Mensch, was kostet denn das alles? Und dann, also vor allem Bali. Und dann habe ich gesagt, du, das ist unbezahlbar. Mhm. Und das kam so aus mir raus. Das kam so wirklich nicht aus meinem Kopf, sondern das kam hier so raus. Ja. Ich wusste ja gar nicht, was mich erwartet, aber das ist unbezahlbar. Und so war es auch. Also. Ja. Wir können gerne noch mal über Bali sprechen. Also dir war ganz klar, du investierst jetzt wirklich in dich und in deine Persönlichkeit. Und gehst jetzt deinen Weg und ja, war auch klar, du nimmst das alles nochmal zu 100-fach zurück. Das ist jetzt nicht in dem Sinne irgendwo Geld rauswerfen, sondern eine wirkliche Investition, die man ja eigentlich macht, um das zu vermehren. Da steckt das Wort Investment ja drin, ne? Genau, ja, das war mir auch, also das war mir bewusst, also wirklich eine Investition in mich. Und ich musste es jetzt auch machen. Also es war irgendwie klar, es geht jetzt nicht mehr anders. Diese Panikattacken, das war einfach, oder diese Panik, diese Unruhe, das war einfach ganz klar, jetzt oder gar nicht mehr. Also entweder ich mache jetzt dann bis zur Rente das so weiter oder ich ändere jetzt was. Ja, und mit dir halt. Ja. Und dann sind wir gestartet mit einem Start-Coaching und ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass du mir anschließend noch eine Mail geschrieben hast und mir geschrieben hast, dass da Tonnen an Last nach diesem Startcoaching von dir gefallen sind. Magst du da noch was mit uns teilen, Hilke? Ja, also ich kann mich noch dran erinnern. Das war es war Ende März und ich habe irgendwie hatten wir noch was aufgelöst, ja, oder du hattest was auch, also oder wir gemeinsam sind da in so einen Raum gegangen und haben dann noch mal einen ganz dicken Brocken aufgelöst, der mich eben blockiert hat, der mir gar nicht bewusst war. Und danach hatte ich so das Gefühl, da ist nochmal so richtig was, so ein, ja, wirklich tonnenweise Ballast abgeworfen. Und dann hatte ich das Gefühl, jetzt kann es wirklich richtig losgehen. Ja, also jetzt, ich habe mich einfach total befreit gefühlt und gut, wohl und so in Aufbruchstimmung und so. Sehr schön. Sehr totale schön. Aufbruchstimmung. Ja. Und dann sind wir uns auf Bali zum ersten Mal persönlich begegnet. Beim Lebensfreude-Retreat. Ja, genau. Birke, was hat das noch mit dir gemacht? Ich werde ja so oft gefragt, was machst du da auf Bali? Es ist so schwer in Worte zu fassen, aber vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, so aus deiner Perspektive. Vielleicht findest du richtige Worte. Ja, also das war einfach mega. Also schon allein dahin aufzubrechen, also diese ewig lange Reihe zu machen. Und als ich dann, am 3. April, das muss ich noch erzählen, am 3. April bin ich von Spanien nach Frankfurt geflogen mit meiner Mutter, abends immer angekommen, 10:30. Am nächsten Tag bin ich von Frankfurt um, was weiß ich, 17 Uhr irgendwas geflogen, habe morgens noch meine neue Brille abgeholt
und mit meiner Mutter noch einen Kaffee trinken ging. Also ich war irgendwie voll in diesem Ding. Und dann war ich da am Flughafen und schon sehr, sehr früh und stand dann da vor diesem Riesenflieger und dachte, boah, Wahnsinn, den steige ich jetzt gleich und eine ewig lange Reise. Und dann habe ich ein Video gemacht und habe gesagt, hier, ich befinde mich jetzt gerade am Start einer Reise. Und zwar eine Reise nicht nur nach Bali, sondern zu mir. Also eine Reise zu mir selbst. Und die Reise hatte zwar schon angefangen, aber da nochmal so richtig turbomäßig. Ja? Ja. Und ja. Das hatte ich schon, da hatte ich das Gefühl. Und als ich dann in Bali nach einer ewig langen Reise ankam, die auch eine echte Herausforderung war für mich, da war ich ja dann und dann irgendwie nach langer, langer Zeit dann und Übernachtung nochmal in Den Passar, bin ich dann da in diesem Haus, in diesem nach Ressort angekommen, diesem wunderschönen Holiday Garden, ja. Holiday Garden und dachte, boah, wow, Paradies, wirklich. Mhm. Und als wir uns dann getroffen haben, und dann war ja da gleich diese Meditation, dachte ich, oh toll, das ist super schön. Und dann habe ich mich erstmal akklimatisiert und diese tollen Menschen kennengelernt. Und diese 5 Tage Retreat, das war einfach, ja, das war sich selber kennenlernen, nochmal ein Stück auf eine ganz andere Weise, Zugang zu sich selbst finden, also zur Seelenessenz. Also wirklich, ich hatte das Gefühl, ich lerne meine Seele kennen. Ich habe wirklich Zugang zu meiner Seele und zu meinem, also wirklich zu meiner Essenz, ja. Und zur geistigen Welt und zu diesem, ja, einfach dieser Energie, die einfach da ist, ja. Und wir waren total verbunden alle miteinander. Da war gleich eine Energie in dieser Gruppe, das war unglaublich. Also ich habe mich total aufgehoben gefühlt. Und ich war schon so ein bisschen gespannt, oh Gott, wie wird denn das jetzt wieder so mit Gruppen? Weil ich hatte aufgrund meiner Geschichte mit vielen Umzügen und hin und her also immer wieder verschiedenen Klassen und so habe ich ein Thema mit Gruppen gehabt, kann ich sagen. Und das hat sich, habe ich auch das Gefühl, das hat sich so Bali einfach mal so in Wohlgefallen. Und ich war so in diese Gruppe integriert und ich fühlte mich so aufgehoben da, dass wir auch so, also dann wirklich auch so ganz ehrlich nicht nur zu uns selbst sein konnten, sondern auch mit den anderen. Also wir konnten uns einfach, ich hatte das Gefühl, ich kann mich zeigen, vor mir, vor dir, vor der Gruppe und ich kann richtig, richtig gut und intensiv an mir arbeiten. Und das fühlte sich nicht wie Arbeiten an, so wie in der Therapie oder so, sondern das war einfach wunderbare Transformation, Heilung, ganz viel Lebensfreude. Ich habe gemerkt, jetzt kommt meine ganze Lebensfreude richtig, richtig raus. Ja. Und also es war einfach genial. Und dann dieses tolle, dieses wunderbare Holiday Garden und das Meer und diese ganzen Menschen, die da auch so glücklich gelebt haben, also dieses Personal sozusagen, die da gearbeitet haben, die waren so klasse, die waren eine richtige Familie. Mhm. Und dieses ganze, das Haus, also die Häuser, die Apartments, also wow, wow. Und eben vor allem, also deine Arbeit, das war wirklich, also dein Wirken, das war wirklich, wirklich großartig. Also genau, und ich hatte dann danach das Gefühl, ich habe jetzt mal ordentlich was losgelassen nochmal ganz viel transformiert. Mhm. Und ich habe ich habe mich wieder ein Stück kennengelernt, also auch eben die Seele, das hatte ich ja eben schon gesagt. Und eben auch, ich habe wirklich erfahren, wofür ich hier bin. Mhm. Also wirklich meinen Lebenssinn erfahren. Und auch so diese Unterstützung von der Gruppe, von dir, von der geistigen Welt und also von dem Ganzen, was uns so umgibt. Und also das fand ich einfach großartig. Und ich bin dann zurück nach 10 Tagen, also ich habe eine Reise gemacht von 10 Tagen und hatte das Gefühl, ich habe eine ewig lange Reise gemacht und eine ganz intensive Reise und bin da zurückgekommen und dachte, wow, es wird jetzt alles anders. Mhm. Okay. Ja. Sehr schön. Also du hast da einen riesen Quantensprung gemacht, um es mit anderen Worten auch zu sagen, auch auf Bali. Ne? Ja, genau, mal ganz kurz gesagt. Sehr schön. Ja. Und dann sind wir ja anschließend hier nochmal im Programm in der Akademie in die Tiefe gegangen.
Genau. Nochmal ganz, ganz wertvolle Erkenntnisse bekommen, hast deinen Seelenplan entdeckt und deinen Seelenberuf daraus kreiert. Magst du das mal mit uns teilen? Was ist so dein Seelenplan? Was hast du herausgefunden? Also auf Bali habe ich schon herausgefunden, dass ich dafür da bin, dass ich Lebensfreude, Transformation und Heilung in die Welt bringe. Inwieweit jetzt die Heilung, also wie weit ich die Heilung in die Welt bringe, das wurde da jetzt nicht so genau gesagt. Also ich habe das wirklich erfahren. Ja, das fand ich total hammermäßig und die Gruppe hat es mir auch eben dann auch wieder gespiegelt. Ja. Wie habe ich das hier? Also ich. Wir sind ja dann in der Akademie nochmal weiter Schritt für Schritt vorgegangen, sind in die Tiefe gegangen, sodass dir immer klarer wurde, okay, das ist wirklich mein Seelenplan, das entspricht dem wirklich. Und ja, da hast du mal ja dann so, ja, ich nenne es ja gerne den Seelenberuf kreiert. Ja, genau. Und da habe ich dann eine ganz interessante Entdeckung gemacht. Ich habe eigentlich immer gedacht, ich bin dafür da, für Frauen in den Wechseljahren oder so in meinem Alter oder und helfe denen dann irgendwie so wieder in die Entspannung zu kommen oder irgend sowas in der Richtung. Und dann kam was ganz anderes dabei raus, nämlich, dass ich dafür da bin, im Grunde genommen jungen Frauen, die in der beruflichen Orientierung sind und eben so gar keinen Plan haben, was sie machen sollen, denen helfe, ihre im Grunde genommen auch ihren Lebenssinn und ihre Berufung zu entdecken. Und und dann, damit sie dann eben wirklich auch mit Freude, Leichtigkeit und mit einem Plan und mit einer ganzen, mit Klarheit in ihren beruflichen Weg starten können. Und das kam einfach, ich habe halt gemerkt, ich habe dann auch so einen roten Faden oder mehrere rote Faden durch mein Leben nochmal, meine Biografie so herausgefunden. Und da habe ich halt gemerkt, es gibt einen ganz heftigen roten Faden, nämlich, dass ich eigentlich von Beginn meines Abi, also direkt nach dem Abi oder schon vor dem Abi, bis zu dem Punkt, wo ich dann bei dir gestartet habe, eigentlich nicht so richtig wusste, wo mein beruflicher Plan ist. Und ich bin immer wieder, also ich bin jetzt nicht so jemand gewesen, der jetzt irgendwie Karriere gemacht hat oder irgendwas in seinem Job, sondern ich bin wirklich, habe manchmal Jobs übernommen, die halt, die haben sich einfach ergeben, ja. Und dann habe ich es halt gemacht und dann bin ich da wieder raus, weil ich mich da nicht wohlfühlte und habe mich wieder woanders beworben und dann kam da auch wieder was, also manchmal kam auch von außen was, so dass ich also nie so richtig, ich bin nie zielgerichtet irgendwo hin, ich habe nie mal geguckt, was ist denn eigentlich mein Ding? Das habe ich am Anfang, habe ich geschaut und habe dann ganz viele Hindernisse und Verhinderer von außen und auch von innen entdeckt und das habe ich jetzt auch neulich mal in meiner eigenen Facebook-Gruppe beschrieben in so einem Dreiteiler, können wir später nochmal drüber sprechen. Ja, und ich habe dann, also das war halt wirklich so ein roter Faden, wo ich immer wieder gemerkt habe, ich bin nicht wirklich mit meinem Beruf da, wo ich eigentlich hin will. Und ich habe dann einfach das, also wirklich das Bedürfnis gehabt, meine Seele hat das Bedürfnis eben, oder die Aufgabe eben diesen jungen Frauen, die jetzt gerade da in dieser Situation sind, wo ich früher auch mal war und mich richtig, Entschuldigung, beschissen gefühlt habe und richtig, ich hatte den Boden unter den Füßen verloren, ich fühlte mich im luftleeren Raum, ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte und habe dann was studiert, was ich halt anbot, damals. Und ich möchte einfach Frauen, die in dieser Situation sind, gleich, bevor sich da verschiedene Weichen stellen, die sie dann irgendwie zufällig gehen oder ja, die sie dann gehen, weil halt vielleicht die Eltern sagen, ach, mach das doch oder weil irgendjemand ein tolles Jobangebot hat. Ich möchte einfach, dass sie gleich die richtige Weiche finden und selber aus sich heraus sagen, da möchte ich hin. Ja. Und das ist so, so wertvoll, weil das bringt man uns ja nicht bei. Wir machen Abitur oder Schulabschluss
Und ja, dann stehen wir da. Wie geht es jetzt weiter? Und dann arrangieren wir uns mit irgendetwas. Genau. Und deshalb ist das so, so wertvoll, dass du das jetzt in Angriff nimmst. Und das ist auch alles erst der Anfang. Von dir werden wir in der Richtung, da bin ich mir total sicher, noch ganz, ganz viel hören, lesen und sehen. Und du hast dann auch eine Facebook-Gruppe gegründet für diejenigen, die jetzt hier zuschauen und vielleicht vor allem auch Menschen kennen im Umfeld, die Kinder in dem Alter haben, die gerade Abitur gemacht haben oder die vielleicht schon vor 2, 3 Jahren Abitur gemacht haben, immer noch so ein bisschen auf der Suche sind. Die können gerne auch zu dir in die Gruppe. Wie heißt denn deine Gruppe, Hilke? Sehr gerne. Abi, Schrägstrich Studium und kein Plan, finde deine Berufung. Okay. Und also sind wirklich alle herzlich eingeladen. Und auch die Mamas von Kindern, wo die denken, für meine Tochter, für meinen Sohn wäre das, ich gucke da erstmal in der Gruppe von Hilke, die dürfen auch zu dir. Oder auch die Papas, natürlich, die wollen wir nicht auslassen. Onkels und Tanten und was weiß ich, Freunde, alle dürfen da reinkommen, ja. Und dürfen da natürlich dann auch ihre Enkelkinder, ihre Töchter, ihre Söhne oder ihre jungen Menschen natürlich auch einladen. Genau. Ja, okay. Klar. Okay. Sag mal noch einmal den Namen von der Gruppe zum Mitschreiben für alle. Abi-Studium und kein Plan, Fragezeichen, finde deine Berufung. Sehr also schön. Es heißt, es geht jetzt nicht nur darum, dass jemand Abi hat oder ein Studium. Es kann natürlich auch jemand sein, der auf einer Berufsschule oder weiß nicht wo. Also ich denke halt so, das sind Menschen, die halt ab 18 etwa, 18, 20 bis, das kann auch bis 30 oder Anfang 30 sein. Ja, weil wenn ich ein Studium abgeschlossen habe, dann kann es sein, dass ich schon 30 bin. Ich habe sehr lange studiert, weil ich eben nicht wusste, und was ich machen sollte. Und weil ich immer Zeit gewinnen wollte und ich habe mich im Grunde genommen mit so einem Studentenjob, Studiumleben arrangiert. Das fand ich auch eine Zeit lang sehr schön. Mhm. Und das kann sein, dass es auch Menschen gibt, die Anfang 30 sind oder einen Job haben, mit denen sie nicht zufrieden sind. Und der erste Job vielleicht, und dann merken sie, oh, doch nicht so meins. Und dann, bevor es dann in die Unzufrieden geht, dann bitte hierher kommen. Ja, bitte wirklich was erfahren. Ja. Sehr schön. Genau. Also ich mache da keine Begrenzung. Ja, okay. Und das hättest du ja nie für möglich gehalten, dass das letzten Endes bei rauskommt, sondern das haben wir ja gemeinsam hier Schritt für Schritt erarbeitet. Und ich kann mich auch noch ganz gut daran erinnern, du bist ja auch genauso wie ich und wie auch alle anderen, die in der Akademie jetzt auch sind, so vielseitig interessiert. Das gibt so viele Aspekte, für die du dich ja auch interessierst. Du bist ja auch ein sehr kreativer Mensch und hast so viele Dinge, die du ja auch nicht gerne auslassen wolltest. Und kann man so sagen, dass wir es auch geschafft haben, dass wir all deine Fähigkeiten, wirklich dein ganzes Potenzial da mit reingepackt haben in diesen Seelenberuf, wo du jetzt durchstartest. Ja, auf jeden Fall. Also das fand ich auch ganz großartig, dann wirklich auch mir das nochmal bewusst zu machen, was ich alles für tolle Sachen gemacht habe, auch Ausbildungen und Fähigkeiten und was habe ich mitgebracht und so. Also ich würde auch sagen, ich bin so eine Art Scanner, der wirklich eben ganz, ganz ganz an vielen interessiert ist. Und das war auch so meine Sorge eigentlich die ganze Zeit, schon am Anfang meiner beruflichen Orientierung, dass ich eben auch die Sorge hatte, wenn ich mich jetzt für eins entscheide, dann kann ich das andere alles nicht mehr nutzen. Und das habe ich ja letztendlich auch so gemacht in meinem Job. Ja, ich konnte das ja alles nicht nutzen. Und ich bin so happy, dass ich das jetzt in meinem Seelenberuf wirklich alles unterbringen kann. Ja, beziehungsweise das, was ich kann, das gebe ich einfach so dann weiter, wenn es gebraucht wird. Ja. Ja. Oder verarbeite es eben oder gib's dann halt weiter in meinem Programm. Ja, ja. Und genau, das wollte ich auch noch sagen. Also ich bin auch sehr offen für Scanner, für Menschen, die eben auch, also so wie ich jetzt auch sehr vielseitig interessiert sind und Angst haben oder die Sorge haben, dass sie eben, wenn sie sich jetzt für eine Sache entscheiden, dann 40 Jahre damit arbeiten müssen. Ja, und es ist eben nicht so. Es lässt sich unterbringen und es
Also das war auch eine schöne Erfahrung, die ich jetzt auch gemacht habe. Und die gebe ich auch gerne weiter. Ja. Okay. Wenn du es in einen Satz packen könntest oder solltest jetzt, was ist so bis jetzt? Ich meine, wir arbeiten ja auch noch weiter zusammen. Das ist alles ja erst der Anfang. Wir starten dann noch mehr durch. Also in einem Satz zusammengefasst bislang so das Wesentlichste, was du jetzt bislang rausgeholt hast. Wenn du siehst, wie es geht dir jetzt. Du bist ja eine absolute Strahlefrau hier. Im Gegensatz von noch ein paar Wochen einfach. Ja. Ja, das Wesentliche vor ein paar Wochen, also vor ein paar Wochen hatte ich ja eine unglaubliche Angst, mich sichtbar zu machen. Mhm. Und ich würde sagen, also im Vergleich zu ein paar Wochen oder auch im Vergleich zu ein paar Monaten, hat eine ganz große Transformation stattgefunden. Mhm. Transformation, Weiterentwicklung. Und du sagst ja immer so schön, die Schleier, wir haben in der Kindheit eben diese oder in der Schule durch diese ganzen Prägungen und so, haben wir so viele Schleier vor uns. Und ich habe das Gefühl, so ein Schleier nach dem anderen geht weg. Mhm. Ja, und das, was wirklich in mir steckt, das ist das kommt wieder zum Vorschein. Ja. Jetzt habe ich das natürlich nicht in einem Satz sagen können. Vollkommen in Ordnung. Und was macht dein Zweifler, dein Denkler? Ich glaube, man kann sagen, dass du jetzt auch zu 100% unerschütterlich weißt, da geht's hin und den Weg gehe ich auch, richtig? Ja, ich hatte neulich nochmal ein ganz tolles Erlebnis, eine Erfahrung gemacht, wo ich gemerkt habe, wenn ich in der Situation bin, wo ich etwas, wo ich wirklich gefordert bin, jetzt Coaching oder Mentoring-mäßig und so, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Dann weiß ich es einfach. Und dann ist einfach in mir das Wissen, ganz unabhängig von dem, was ich mir angeeignet habe oder gelernt oder noch zusätzlich an Werkzeugen mitnehme, mit aufgenommen habe. Ich weiß einfach, was ich zu tun habe. Und das hast du mir vor ein paar Wochen gesagt und ich habe es nicht geglaubt. Beziehungsweise ich habe es noch angezweifelt. Dachte so, ich glaube es dir mal, aber ich spüre es noch nicht. Und jetzt seit ein paar Tagen, wo ich die Erfahrung gemacht habe, weiß ich es jetzt und ich spüre es auch. Ja. Und das ist was ganz, ganz Tolles. Ja. Also da habe ich wirklich gemerkt, sehr, sehr da habe ich nochmal einfach wirklich so ein Vertrauen. Mein Urvertrauen wird immer stärker oder mein Vertrauen wird immer stärker in mich, in das, was ich tue und wird einfach und in meinen Erfolg, ja. Wunderbar. Genau. Und weil du uns halt auch immer wieder auch oder mir diese Werkzeuge auch immer an die Hand gibst und mich auch super unterstützt, wenn ich mal eine Frage habe oder so, dann stelle ich die und dann kriege ich ganz schnell eine Antwort oder du machst sogar einen Call mit mir. Also da habe ich einfach auch Vertrauen dann, ja. Ja, wunderbar. Liebe Hilke, danke, dass du es geteilt hast mit uns hier. Ich glaube, das ist eine ganz große Motivation für unsere Zuschauer hier. Dem einen oder anderen ist es aufgefallen, ich habe die Brille nochmal aufgesetzt. Denn ich gucke jetzt mal gleich ins Kommentarfeld rein, was ihr noch an Fragen habt. Und wenn du jetzt hier dich mit Hilke, mit ihrer eigenen Story identifizieren kannst, wenn du jetzt in dir spürst, ich bin jetzt lang genug auf dem Holzweg unterwegs, ich will jetzt auch durchstarten, ich will jetzt genau solche Erfahrungen machen, denn endlich wissen, warum ich hier bin, will meinen Seelenplan entdecken, will die Reißleine ziehen, wie Hilke das immer so schön sagt. Es postet jetzt jemand aus meinem Team gleich einen Link hier ins Kommentarfeld rein. Schau mal, wir haben für die kommende Woche noch ein paar Termine hier freigeschaufelt und dann kommst du erstmal zu jemandem von meinem Team in Gesprächen. Da finden wir dann heraus, ob auch für dich die Akademie wirklich in Frage kommt und dann sprechen wir auch unter vier Augen in einem ganz vertraulichen, persönlichen Gespräch miteinander. So, und jetzt schaue ich mal, was ihr noch an Fragen habt, wo wir uns ja dann gerne hier noch Zeit nehmen, muss ich mal hier auf meinem Bildschirm orientieren.
immer ein bisschen Zeit verzögert, bis ich eure Kommentare hier sehe. So, die Birgit schreibt, liebe Hilge, kann es sein, dass du genau durch dieses Labyrinth der Täler und Berge gehen musstest, um heute so stark und so klar dazustehen? Ich finde es wunderbar, was du in dieser so kurzen Zeit schon gestemmt hast. Es ist herrlich zu erleben, wie du wirkst und welche schöne Ausstrahlung du hast. Danke, liebe Birgit. Ja. Ja, Birgit, das kann wirklich sein. Das ist definitiv so. Also ich habe auch wirklich die Gewissheit, dass ich diese ganzen Erfahrungen gemacht habe, also auch vom Abi bis über diese ganzen Berufsirrwege und ja, diese ganzen Wege, die ich da gemacht habe und auch die Krankheit und das und die Heilung wieder und jetzt das, diesen Durchbruch sozusagen, dass ich das jetzt wirklich auch, dass ich das gebraucht habe, um jetzt auch wirklich zu sagen zu können, ich kenne das, ich weiß, wie es ist und ich weiß, wo es hinführt, wenn du nicht am Anfang oder wenn ich nicht am Anfang gleich die richtige Weiche gehe und nicht weiß, was ich machen will. Und ich gehe dann diesen Weg des Arrangierens und des nicht das tun, was wirklich mir entspricht, dann, ich weiß es, wie es ist, ja. Ich weiß es einfach und dann, und wie das dann in die Krankheit führen kann und wie es dann auch, ja, gut, es muss nicht jeder so in die Richtung gehen dann, ja, aber ich denke schon, dass das auch sein kann, dass man dann auch irgendwann, ja, irgendwann merkt man halt dann oder merkst du dann, oh weia, das ist jetzt wirklich nicht das, was ich wollte, aber es gibt kein Zurück mehr oder so, ja. Ja. Und das möchte ich einfach verhindern, ja. Also ich denke mal, ich bin jetzt einfach dafür da, die Frauen sozusagen davor zu bewahren. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ja, davor zu bewahren, diese Erfahrungen zu machen. Ja, sehr schön. Ja, ich kenne das ja von mir auch. Meine Seele hat mir ja auch einige Botschaften geschickt, auch in Form von Disharmonien oder Krankheitssymptomen, bis ich mich dann endlich auf meinen Weg gemacht habe und mir ja auch mal Unterstützung geholt hatte, so wie du jetzt ja auch. Und genau, wie ihr jetzt mitbekommen habt, es ist wirklich die beste Entscheidung, die man treffen kann, in sich zu investieren, sich jemanden an die Hand zu holen, der dort steht, wo man selbst hin will und dann Schritt für Schritt, wie beim Navigationssystem, sich da durchführen zu lassen. Ne? Sehr schön. Ja. Die Julia schreibt noch, ich könnte euch ewig zuhören. Vielen Dank fürs Teilen deiner Geschichte, Hilge. Julia, vielen Dank. Die Resi ist auch dabei und habe ich doch eben den Kommentar hier gesehen. Die Resi hat sich auch bedankt. Muss man nochmal hier neu aufmachen, dass ich die Kommentare nochmal sehe. Die Silvi ist mit dabei. Ich gucke gerade parallel in meinem Smartphone. So, ich habe eben, hier unten sind noch weitere Kommentare. Aber Fragen sehe ich jetzt im Moment keine. Jutta ist mit dabei. Okay, wo sind wir? Ich sehe hier noch eine Frage. Ja. Na, Katrin Diesing. Ja. Wo stehst du? Wie ist das Interesse deiner Kunden? Und kannst du bereits davon leben, locker und großzügig leben, wie du es dir vorgestellt hast? Ja. Nein, ich kann noch nicht davon leben. Bitte. Das sind die nächsten Schritte, genau. Jetzt habe ich mich so kommentiert, dass ja, so jetzt ist das Geschäft ist eröffnet. Ich bin bereit für die Erstellung und ich bin und ich zeige mich jetzt in der Facebook-Gruppe. Ich habe noch vor wenigen Wochen habe ich noch einen ziemlichen Schiss gehabt, mich überhaupt in der Facebook-Gruppe zu zeigen. Und das habe ich jetzt also transformiert und jetzt geht's los. Genau. Ja, das habe ich auch eben, Schritte sind halt, genau, das habe ich auch eben damit gemeint, dass jetzt erstmal Klarheit ist, Seelenberuf entdeckt und jetzt starten wir da durch und machen die nächsten Schritte. Und da werden wir ganz bald nochmal von dir hören, Hilge, da bin ich ganz sicher. Kommst du nochmal hier ins Interview und wirst dann noch weiteres eben berichten, wenn es dann eben auch
Um die Sicherheit der Finanzen geht, weil darum geht es ja letzten Endes Ja. dann auch. Ne? Okay. Gut, ihr Lieben, ich habe keine weiteren Fragen mehr jetzt so entdeckt. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank dir nochmal, liebe Hilke, fürs Teilen hier. Du Sehr gerne, Anna. Strahlefrau. Wenn du jetzt auch mal so strahlen möchtest wie Hilke, weil auch du deinen Seelenberuf entdeckt hast, erstmal deinen Seelenplan klar hast, daraus den Seelenberuf kreieren möchtest und dir jetzt auch klar geworden ist, da ist es einfach viel, viel leichter, wenn du dir Hilfe holst. Und dann lass uns reden. Es postet jetzt gerne nochmal jemand aus meinem Team den Link hier rein. Und dann sehen wir uns ganz bald in der Durchbruchssession und schauen da ganz genau hin, wo du jetzt stehst und was ich eben für dich tun kann, welche Schritte wir da eben gemeinsam tun können. In diesem Sinne, ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße aus Valencia. Die Hilke schickt ganz liebe Grüße aus Deutschland. Aus Frankfurt, genau. Eine ganz liebe Umarmung an euch alle. Bis ganz bald. Ciao. Tschüss. Ihr Lieben, ich habe hier nochmal die wunderbare Hilke an meiner Seite. Uns ist etwas bewusst geworden nach unserem gestrigen Live-Interview, weil wir so sehr da in verschiedenen Themen eingetaucht waren, dass wir die eigentliche Lösung der Ankündigung gar nicht gebracht haben. Deshalb der kleine Nachklapp hier. Danke nochmal, Hilke, dass du dich nochmal zur Verfügung stellst, beziehungsweise dir nochmal Zeit nimmst. Sehr Wie gerne. es überhaupt dazu gekommen ist, dass du innerhalb von 3 Wochen wirklich 100% eine Entscheidung getroffen hast für dein freies Leben und auch die Klarheit bekommen hast über deinen Seelenplan und deinen Seelenberuf. Ja, wie es dazu gekommen ist. Also ich habe ja Ende März habe ich angefangen mit dem Programm. Und dann war ich auch schon mal draußen aus meinem Job, also ich hatte dann Urlaub und war dann ja auch in Bali. Und ich bin schon zurückgekommen von Bali und habe gedacht, so, und jetzt muss ich was ändern oder ich möchte was ändern. Ich möchte jetzt endlich mein Ding machen und wirklich ja auch meinen Job dann aufgeben. Und eine Freundin von mir, die sagte dann noch, Hilke, jetzt also keine Entscheidung, die jetzt irgendwie so aus dem Gefühl rauskommt. Und dann habe ich noch so gesagt, nee, nee, alles gut, kein Problem und so. Und dann habe ich mit einer Kollegin, das war wirklich 3 Wochen, nachdem ich angefangen hatte, also ganz kurz nachdem ich aus Bali zurück war, habe ich mich mit einer Kollegin getroffen, um die mal zu fragen, sag mal, wie kann ich das denn jetzt, was kannst du mir raten, so, das ist eine Betriebsrätin. Was kannst du mir raten bezüglich, wie ich jetzt so mit dieser Umstrukturierung umgehen kann und vielleicht reduzieren und was, ja, gib mir noch mal ein paar Tipps. So, ja. Und dann sagte die einfach so frei heraus, Hilke, ich glaube, es wird Zeit für dich zu gehen. Dann hat sie mir eine Abfindungs Lösung ge genannt, ja, hat gesagt, da und da die und die Abfindung gibt es, denk mal drüber nach. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gesagt, jo, das mache ich. 2 Tage später. Also wirklich so gute 3 Wochen, nachdem ich mit dem Programm angefangen hatte, weil ich eben auch wirklich das Vertrauen dann hatte. Also erstmal, ich bin jetzt gut aufgehoben. Ich habe jetzt ein Coaching und ich habe da jetzt meine Schritte. Dann eben auch mit Bali, ich hatte schon ganz viel losgelassen. Und dann dachte ich, jetzt kann ich auch das auch noch loslassen. Und das hat sich richtig, richtig gut angefühlt. Ja, und das meinte ich eben so mit, das war das eben mit den 3 Wochen. Ja, Ja. genau. Und Es hat natürlich dann noch eine Weile gedauert, ja. ja, bis dann alle So. Formalitäten und so weiter. Ich weiß auch, dass wir das öfter noch mal drüber gesprochen haben. Und dann kommen noch Ja. mal trotzdem Zweifel auf und, und. Aber im Oh Prinzip ja. hattest du ja innerhalb diesen 3 Wochen die Entscheidung getroffen. Und dann sieht Ja. man einfach noch mal an dem Beispiel. Und sinnigerweise habe ich das auch heute noch mal auf ähnliche Art und Weise ja auch in der Gruppe gepostet, weil ich es bei anderen einfach auch gemerkt habe, sobald du dich für etwas entscheidest und zu 100% für etwas committest, bei dir war es zunächst mal der erste Schritt überhaupt hier zu mir in die Akademie zu kommen,
Dann war es bei dir einfach von der Abfolge so, dass Bali halt direkt vor der Tür stand und du dann spontan ja alles dran gesetzt hast, da auch wirklich mitzukommen Ja. und dich dadurch noch mehr wirklich committed hattest und Klarheit hattest, da geht's hin. Du wusstest, du hast die hundertprozentige Unterstützung. Du weißt ganz genau, du hast jetzt mich an der Hand, die mit dir Schritt für Schritt da durchgeht, dass du da hinkommst. Und dann war die Entscheidung einfach getroffen. Genau, So ja. funktioniert es. Also an erster Stelle steht immer erst die hundertprozentige Entscheidung dafür, sich auf seinen Herzensweg zu begeben, Seelenplan zu entdecken, Seelenberuf zu kreieren und sich dabei helfen zu lassen. Ja, und das fühlt sich jetzt auch richtig, richtig gut an, ja. Also ich bin jetzt noch einen Monat, den September noch, bin ich, muss ich nochmal in das da eben arbeiten. Und dann bin ich 3 Monate freigestellt, weil ich eben so ehrlich war und gesagt habe, ich möchte mich selbstständig machen. Und weil ich als der Sachbearbeiter dann meinte, Sie können aber schon Ende September rausgehen mit der Abfindung, da habe ich echt Schnappatmung gekriegt. Da ich so, das ist mir dann doch ein bisschen zu früh und dann auch schon, ne, dann so mit allem, was so Selbstständigkeit auch angeht, die eigene Versicherung und so, das war mir dann doch ein bisschen zu schnell. Und dann hatte mit meiner Chefin gesprochen, die sagte dann, ja, dann stellen wir sie doch einfach frei bis Ende des Jahres. Dann kann sie sich schön um ihre Selbstständigkeit kümmern. Und ab Januar bin ich dann draußen. Also ich bin eigentlich schon ab Ende September oder ab Anfang Oktober draußen. Kannst also in aller Ruhe jetzt alle Weichen stellen, um im Januar dann Genau. komplett voll durchzustarten. Ja, Das genau. sind so Dinge, die hättest du ja dann nicht in Anspruch nehmen können, selbst wenn man es dir angeboten hätte, weil du hättest ja keine Idee gehabt. Ja, warum soll ich mir eine Abfindung geben lassen oder da irgendwie rauskommen, wenn ich überhaupt nicht weiß, wie es da weitergeht? Das macht ja dann keinen Sinn. Also an erster Stelle steht eben, Ja. sich für etwas zu entscheiden, sich an die Hand nehmen zu lassen und dann passt's. Genau, ja. Sehr schön. Okay. Danke, Hilke, dass du das jetzt noch mit uns geteilt hast, dass ja, wir da jetzt noch mal die Chance hatten, da noch mal einzugehen auf den Titel Sehr überhaupt. gerne. Ja, das ist mir heute noch so gekommen. Dann dachte ich, oh, das haben wir ja gar nicht erklärt, ja. Stimmt, ja, genau. Jetzt haben wir es gelüftet, noch mal, was es mit den 3 Wochen Ja. auf sich hat. Und wenn du jetzt bitte merkst, ich bin es wirklich auch leid, weiter das Leben an mir vorbeiziehen zu lassen, die wertvolle Lebenszeit, weil das ist das Einzige, was wir nicht ändern können, Lebenszeit zurückdrehen, das kann niemand von uns. Dann klick auf den Link und komm in eine kostenfreie Durchbruchssession. Da durchleuchten wir wirklich auch deine Situation und schauen, was für Möglichkeiten es da für dich gibt. In diesem Sinne, ganz liebe Umarmung. Bis dahin. Ciao, ciao. Hilge, darfst auch Tschüss sagen. Hast das letzte Tschüss. Wort. Tschüss.